zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Nefred. Aber ganz am Anfang, mal eben ganz kurz, der Hinweis, ich bin jetzt quasi heute noch den ganzen Tag weg und morgen wahrscheinlich auch noch relativ lange. Deswegen der Hinweis, ich weiß nicht genau, ob morgen ein oder zwei Folgen kommen. Vielleicht kommt auch gar keine Folge, vielleicht kommt auch eine richtig coole Folge, die ich schon seit langem auf der Festplatte habe. Ich habe schon so zwei, drei Zusammenschnitte drauf auf der Festplatte, die ich eigentlich niemals veröffentlicht habe. Vielleicht ist das morgen mal der Zeitpunkt. Wir werden es sehen. Dann guckt auf jeden Fall mal den neuen Spielertest an, der heute um 14 Uhr kam. Ein richtig cooles Spiel. Und desto mehr Likes wir da kriegen, dann können wir vielleicht mal ein bisschen Druck auf den Entwickler machen, dass sie es für Android rausbringen. Das hat ja bei Castle Crush auch schon ganz gut funktioniert. Und ja, das auf jeden Fall jetzt ganz kurz noch das Organisatorische am Anfang dieser Episode. Dann lass uns mal reinstarten in die Episode. Also, was haben wir heute vor? Wir werden unser dunkles verschenken. Ja, wir verschenken unser dunkles Elixier. Ich brauch's aktuell nicht. Es wird mir immer relativ viel geraubt, sowieso schon. Ich hatte es hier stehen. Moment, hier. Auf dem Fleck hatte ich es stehen. Wird mir immer relativ viel geraubt. Ist mir eigentlich egal, denn ich brauch's ja nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden das ja. Jetzt hat er diese Base wieder verfuckelt, der Eiermann. So, das ist richtig so. Ja, ich habe mir überlegt, wir werden das jetzt ein bisschen verschenken, weil wir es einfach nicht brauchen. So, das ist so der Plan. Wir machen mal Löschen an. Wir waren schon lange nicht mehr in diesem Modus drin. So, wenn ich mal wieder Live-Bases bauen soll oder so, auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Das ist ja der Turm, der aktuell im Bau ist, den brauchen wir gerade auch nicht. So, jetzt haben wir mal so ein bisschen Platz geschaffen. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Wir stellen das ruhig ganz nach außen. Ja klar, wenn der Turm fertig ist, dann werden wir natürlich wieder ein bisschen umbauen. Weil er ja jetzt wirklich im Ausbau ist. Ich habe wirklich gerade zwei von den Bogentürmen im Ausbau. Plus, dann habe ich auch noch den Inferno-Turm auch noch im Ausbau. Also das ist schon relativ viel, was wir da im Ausbau haben. So, das kommt noch nach da. Das kommt nach da. Und das kommt nach da. So, das ist soweit jetzt fertig. Sie können es mir ruhig klauen. Ich brauche es aktuell, wie gesagt, gar nicht. Ich greife sowieso mit dunklen Truppen an. Das hält sich dann im Grunde fast sogar immer die Waage durch den Bonus. Und was brauchen wir denn? Wir brauchen... Moment, wo ist denn hier? Da ist das Labor. Heilerin ist in 7 Tagen fertig. Danach würde ich ganz gerne die Mauerbrecher machen für 9 Millionen. Das dauert alles. 5,6 haben wir gerade mal. Wir können noch angreifen. Hier können wir gleich auch noch angreifen. Hier habe ich gerade auch noch einen Arbeiter fertig. Hier können wir uns sogar noch für 63 Juwelen können wir uns sogar noch den Bonus schnappen. Ich würde sagen, das machen wir mal als erstes. Wir machen jetzt hier einen Angriff. Dann machen wir da noch einen Angriff. Dann wechseln wir mal so ein bisschen rüber. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und ich werde euch auf jeden Fall auch mal auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze denn entwickelt mit dem Dunklen. Ob dann viele Leute angreifen, ob ich vielleicht sogar ein paar Pokale geschenkt bekomme dadurch. Das werden wir dann ja sehen. Die Leute kriegen ja, wie gesagt, sehr, sehr viel dann umsonst eigentlich an Dunklem. So, jetzt setzen wir die mal hinterher. Ah, da schießt schon mal sehr, sehr viel drauf ein. Auf die Kampfmaschine. Es ist, wie gesagt, mit Kampfmaschine 4 ist es ein bisschen tricky. Da muss ich echt schon hoffen, dass wir da außen einiges noch wegholen an Prozenten. Denn ich denke mal, dass die meisten Leute werden wir wohl kriegen. Ansonsten dürfte es ein bisschen schwierig werden. Ich will es jetzt aber auch nicht rauscutten. Naja, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, was wir jetzt hier hinbekommen. 24%, 27%. Nein, jetzt fliegen sie natürlich wieder alle nach links auf das Goldlager. Es ist so klar, dass nie fliegt mal einer dahin, wo er hinfliegen soll. Aber zumindest ist jetzt, ja, okay, die Luftabwehr ist down. Jetzt haben wir zumindest den einen Stern schon mal geholt. Jetzt sind wir ein bisschen flexibler, 36%. Aber sie sind ja nicht gerade jetzt so auf dem Weg Richtung noch mehr Prozente. Deswegen wird es wahrscheinlich eher 1% werden. Ja. Sobald die Luftbomben dann mal aktiv sind, dann haben wir ein Problem. Teilt euch doch mal auf. Ey, was seid ihr denn für Gruppentiere hier? Ja, das war's natürlich jetzt. Außer wir haben jetzt noch echt mega, mega Luck. Nein. Ganz knapp leider nicht. Ah, Mann, ey, so knapp. Hätte sich einer noch aufgeteilt, dann hätten wir es geschafft. So werden wir natürlich verlieren, ist klar. Was will ich jetzt so reißen? Ach Mann, ärgerlich. Hätte der eine sich noch aufgeteilt. Der eine einzige, ja, der greift jetzt mit 100 Millionen Einzelnen an. Das bedeutet, er wird jetzt gleich wahrscheinlich, ja, er wird auf jeden Fall einen Stern kriegen. Wird aber dann natürlich dann keine 2 holen. Das bedeutet, wir verlieren knapp. Ist mir jetzt aber auch egal. Wir werden jetzt nämlich mal eben noch hier einen Angriff raussuchen. Da mache ich aber einen Cut, weil das einfach sonst zu lange dauert. Also, kurzer Cut. Bis gleich, Leute. Jo, den lasse ich mir definitiv nicht entgehen. Es ist ein 10er. Ich nehme alle 10er hier oben mit. Ich bin ja jetzt gerade in Titan 3. Und jo, dann nehmen wir alle 10er auf jeden Fall mit, die uns so in den Lauf kommen. Ich habe 2 Golems nur, ne? Ich habe 2 Golems, ja. Wir haben leider nur 2 Golems. Wir haben 6 Erdbeben. Ich würde sagen, King und Queen sind sehr weit außen. Wir gehen ruhig von der Seite hier vor, wo die Clanburg ist. Oh, das ist gut hier. Ah, geh doch weg mit deinen Zahlen hier. So, da 1, 2, 3, 4. Müsste direkt alles offen sein? Ja, sehr schön. Oh, das passt. Wir können direkt einen Golem dahin schicken. Wir schicken einen Golem dorthin. 1, 2. Ah, jetzt laufen natürlich, hoffentlich laufen die jetzt nicht alle nach außen. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber wir machen jetzt erstmal so einen kleinen Tunnel mit den Bowlern. Dann schicken wir gleich noch die Valkyren hinterher.
Wir werden mal sehen, dass wir auf jeden Fall was hinbekommen. Ja, sehr schön, sehr schön. Müssen wir tatsächlich mal einmal ganz schnell den Warden schon mal zünden. So, bitte, 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 lauft alle in die Mitte rein. Da ist auch noch was außen. Da außen sind noch ein paar Bowler. Oh, ich habe die vergessen, hier noch die restlichen zu setzen. So. Da können wir schon mal freezen. Jetzt haben wir hoffentlich... Haben wir den Tunnel fertig? Haben wir den Tunnel fertig? Haben wir den Tunnel fertig? Aber es sind eh nicht so viele Walküren eigentlich. Da haben wir noch einen Zauber übrig. Da haben wir noch einen Zauber. Wo setzen wir den denn hin? Den setzen wir nach dort. So, der König ist kurz vor knapp. Jetzt zünden wir nochmal. Ah, es werden gar nicht so viele Prozente, wie ich dachte. Irgendwo waren wir da... irgendwo war noch ein Fehler drin, aber wir haben eigentlich doch noch... Ja, wir müssen mal abwarten, was jetzt hier noch so rauskommt. Los, mach den Inferno doch noch! Ich will zumindest den Bonus haben. Ich will zumindest den Bonus haben, wenn sie sich noch den restlichen Loot auch noch schnappen würden. Wäre das natürlich auch noch ganz gut. Oh, die Königin zünden. Was ist denn noch übrig? Da sind noch Bowler außen, die machen jetzt das noch weg, die Valkyren. Da sind noch zwei Türme. Eigentlich ist gar nicht mehr so viel Death da. Zwei Türme sind noch da. Eine Kanone ist noch da, der eine Turm ist jetzt weg. Beide Türme sind weg. Der Minenwerfer ist jetzt gleich auch weg. Okay, es werden 100%. Ja, hat sich ein bisschen, sah ein bisschen so aus, als wäre das vielleicht nicht doch in Richtung 100% gegangen. Aber wir haben Glück gehabt und es werden doch 100%. Ja, musst du eigentlich auch holen. Musst du eigentlich auch holen als Elver mit meinen Max-Helden, musst du eigentlich auch drei Sterne gegen den Zehner auf jeden Fall holen. Auch wenn es eine sehr solide Base war. Auch wenn es knapp war am Ende. Ah, wobei einige Bowler sind noch übrig geblieben. Das ist eine neue Taktik, die ich aktuell mal ausprobiere. So ein bisschen gemischt. Noch einige Valkyren mittendrin. Jetzt haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen was an. Ja, 6 Millionen. 6,2 Millionen Elixier. Es ist noch ein bisschen was. Ich glaube, 9 Millionen waren die Mauerbrecher, ne? 9 Millionen. Wir werden mal echt mal gucken, ob das funktioniert mit dieser Taktik. Da außen steht es. Da außen ist es ganz alleine. Bonus kriegen wir. 360.000. Aber bald kommt das absolute Highlight. Oh, verdiene mehr im Clankrieg. Mehr Gold. Mehr Elixier. Mehr XP. Das wird richtig cool. Da freue ich mich schon richtig drauf. Allerdings erst in... 5 Tagen, 23 Stunden. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt eigentlich schon wieder die nächste Armee fertig. Also außer die Zauber und die Helden natürlich. Das wird auch nicht mehr reichen jetzt. Wir können trotzdem schon mal wieder was Neues bilden. Ausbilden. Ne, 10 Hexen. Sind wir zu viele. Nehmen wir wieder ein paar Bowler mit. Ich nehme eigentlich aktuell wirklich nur dunkles Zeug mit. Warte mal, wir hatten 2 Stück schon fertig. Dann machen wir ruhig noch 6 Stück hinterher. Nehmen wir noch einen davon mit. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 8 Stück. Zack, zack. So, das ist super. Und jetzt gehen wir wieder rüber ins Nachtdorf. Wie viel hat er geholt? Ja, klar. 1 Stern, aber wir haben ja zum Glück noch den Uhrenturm. Und wollen uns den Bonus holen. Leute, wir wollen den Bonus haben. Wir wollen nichts anderes als den Bonus. Wieder so eine komische Base. Oh, außen was. Oh, ein Gebäude außen. Free Loot. Free Prozente. Was machen wir denn hier? Ich wollte schon diese Taktik nehmen. Also ich habe mich jetzt nicht verklickt. Dass ich jetzt aus Versehen schon den hier genommen habe. No. Das war schon richtig. Na, mal sehen. Er kümmert sich zumindest schon mal um... Ja, er kümmert sich nicht um den... Aber doch, mit dem letzten Schlag hat sich die Kampfmaschine noch um den Wachposten gekümmert. Naja, das ist natürlich blöd. Wenn ich sie schon zünden könnte, wäre das einfacher. Dann könnte ich sie zum Schluss nochmal drauf schicken. Dann würde sie sich ja wieder regenerieren. Das ist jetzt so alles ein bisschen schlecht. Aber es sollte eigentlich dieses Mal doch tatsächlich mal sehr solide für 2 reichen. Ist ja blöd. Wenn wir es nicht schaffen würden diesmal. Weil diese Base ist eigentlich nicht schwierig. Die ist wirklich nicht schwierig, weil die Luftbomben einfach so weit außen sind. Ja, es werden 2. Die Frage ist nur, werden es etwas höhere Prozente oder nicht? Ich glaube eher nicht. Nee, gerade 50%. Eieiei. Leute, das wird aber knapp. Das wird aber knapp. Mal gucken. Na, bitte, zerstör mich nicht. Was hat er denn? Oh, wieder so einer, der wieder außen mega, mega, mega viel jetzt hier wegholen will. Mach hinne, das ist immer... Das dauert so lange alles. Vor allem, er schickt jetzt erst die Kampfmaschine vor. Die Kampfmaschine tankt jetzt schon mal so ein bisschen. Den Turm habe ich gar nicht mehr im Ausbau. Nein, ich habe die Türme alle auf hochgestellt. Oh, das müssen wir später nochmal ändern. Das können wir später nochmal ändern. Ja, der eine ist schon mal weg. Da fliegt der eine Bogenschütze durch die Gegend. 30%. Er darf sich die Meisterhütte schnappen. Das ist ganz wichtig. Er darf sich nicht die Meisterhütte schnappen. Aber es ist zumindest jetzt gleich schon mal... Ja, das ist schon mal weg. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Das war's. Er wird sich auf keinen Fall die Meisterhütte schnappen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wir werden auf jeden Fall den Bonus mitnehmen. Das ist schon mal sehr gut. Das ist doch gut. Einen kriegen wir auf jeden Fall noch hin gleich. So, da ist jetzt auch weg. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Loot.
Ja, geht kaputt. Dann hat er 53% geholt. Ja, sehr schön. Wir haben gewonnen. Wir kriegen ein bisschen Bonus. Was kriegen wir denn? Oh, jetzt haben wir über 1 Million bei beidem. Wie viel bräuchte ich denn für die Kampfmaschine? 1,3 kriegen wir hin. Ich muss gewinnen jetzt. Wenn ich jetzt nicht gewinne, dann kriegen wir es nicht. Aber es sieht ja, es wird 50-50. Ja, es wird 50-50. Er hat einen Turm. Oh, wobei, er hat einen Turm im Ausbau. Ich glaube, ich riskiere es jetzt tatsächlich mal. Wir werden jetzt dieses Mal... Hat er was außen? Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Wir werden dieses Mal tatsächlich außen erst richtig viel wegmachen. Und werden dann auch mit den... Vor allem noch mit den Babys auch noch ein bisschen mehr wegmachen. Nein, geht auf die... Geht auch da drauf. Ja, wir haben einige schon weg außen. Dadurch, dass er das alles sehr, sehr mittig hat, ist jetzt der Plan, wir machen außen relativ viel weg, gehen dann mit der Kampfmaschine hinterher, gucken mal, dass wir dann auf hohe einstellige Prozent, also hohe Prozente gehen mit einem Stern. Ich glaube nicht, dass wir es hier schaffen werden, auf 2 zu gehen. Ah, den kriegt er auch nicht mehr. Da kriegen wir noch was. Aber gut, dass er die Kanone noch kriegt. Das ist natürlich nicht schlecht. Das Baby holt jetzt auch nochmal einiges weg. Gehen wir da drauf. Wobei, eigentlich müsste ich von einer Seite was wegholen. Ah, das ist schwierig. Komm, hol dir noch den Turm. Hol dir noch den Turm. Ja, sehr schön. Den hat er noch geholt. Da drauf, da drauf. Ja, jetzt wird's langsam tricky. Jetzt wird's langsam tricky. Jetzt müssen wir noch da drauf gehen. Ja, den hat er auch noch geholt. Sehr schön. Komm, alles wegmachen bitte. Alles wegmachen für uns. Nein, zu früh. Zu früh. Aber wir haben schon einen Stern. Einen Stern haben wir schon mal. Aber jetzt wird es natürlich extrem schwierig. Ich gehe auf weitere Prozente. Das bringt gar nichts. Er ist schon fertig. Er guckt uns gerade zu. Jetzt wird's tricky so langsam. Komm. Nein, das reicht nicht. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Da ist die Luftbombe noch. Jetzt gehen wir da oben noch drauf. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. 59%. Werden es noch irgendwie 65%? Nein, die Kampfmaschine ist zwar nicht schlecht, aber sie kriegt jetzt auch nicht genug. Weil er der... Ah, der ist der... Oh nein, da ist der Schmetterer noch. Oh, sie ist nicht im Radius vom Zerschmetterer. Das bedeutet, sie wird jetzt auf jeden Fall noch den Tesla kriegen. Ja, das ist schon 68%. Den noch. Komm, den Wachposten noch. Die Luftabwehr vielleicht noch. Die Kracher noch. Komm. Ja, sehr schön. 71%. Okay, das könnte reichen. Wir waren ja von Anfang an nur auf einen Stern aus. Bin gespannt. Nein, unentschieden. So endet die Folge mit dem Unentschieden. Naja gut, kann man nichts machen. Ich würde trotzdem sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir bauen jetzt mal eben schon mal nochmal die Bäume ab. Während ich sage, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben. Wie gesagt, morgen weiß ich noch nicht, wie viele Folgen kommen, ob Folgen kommen. Schaltet mal rein und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Einen schönen Samstag noch. Tschüss.